Die Polizei rätselt weiter über eine Kinderleiche aus der Donau und erhofft sich nun nach einem Spezialverfahren neue Hinweise. Ein Ruderer hatte Mitte Mai die Kinderleiche in dem Fluss entdeckt, aber sie konnte bislang keinem Kind zugeordnet werden. Rechtsmediziner haben nun das Gesicht des Kindes rekonstruiert. Das ist durch ein rechtsmedizinisches Institut erstellt worden und wir gehen also fest davon aus, dass das jetzt vorliegende Bild ja eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit mit dem tatsächlichen Aussehen dieses Jungen haben dürfte. Ja, wir wissen, dass er in etwa 3 bis 7 Jahre alt gewesen ist, dass er etwa 15 Kilo schwer gewesen ist und dass er ja dunkelblonde bis braune Haare hatte. Die Augenfarbe ist blau und ansonsten wissen wir, dass er zumindest hier im Umkreis nirgendwo vermisst wird. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat europaweit angefragt, wo denn Kinder vermisst würden. Bislang ohne neue Erkenntnisse, die auf die Herkunft des Jungen schließen lassen. Die Kripo in Ingolstadt bittet deshalb die Öffentlichkeit um Hinweise. Wer kennt das aufgefundene Kind aus der Donau und kann Angaben zu dessen Identität machen? Wer erinnert sich an einen Jungen, auf den die Beschreibung zutrifft und hat diesen seit Anfang 2022 nicht mehr gesehen? Zudem bittet die Kripo Ingolstadt um Hinweise zu dem Stein, mit dem der Leichnam beschwert worden war. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0841 934 30 entgegen. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Kindes, zur Klärung der Todesumstände und zur Ergreifung eines Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.